Ja, es ist Punkt 7 Uhr. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserem Webinar-Auftakt in 2019. Ich möchte Sie ganz herzlich zu unserer wöchentlichen DZ-Bank-Webinarrunde auch in diesem Jahr wieder Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte begrüßen. Ja, nachträglich noch ein frohes neues Jahr für Sie alle wünsche ich Ihnen. Ja, wir hatten jetzt circa 3 Wochen Sendepause und wir starten im Prinzip da, wo wir im vergangenen Jahr aufgehört haben. Und zwar mit der Trading-Gruppe 2.0. Mit dem Ingmar Königshofen, dem Stefan Feuerstein und René Wolfram. Ja, ein spannendes Jahr mit turbulenten, volatilen Märkten wird wahrscheinlich vor uns liegen und es gibt viele Fragezeichen am Horizont, unter anderem, was Sie in den letzten Wochen ja auch noch gesehen haben, brechen die US-Tech-Werte weiter ein oder gibt es da auch weiterhin Rebound? Wie geht es weiter mit dem Handelskrieg? Brexit steht vor der Tür und. Viele Themen, die uns in 2019 beschäftigen werden. Wir schauen uns heute auch mit der Trading-Gruppe 2.0 einige Werte an, die wir für Sie analysieren werden oder die Trading-Gruppe 2.0 vielmehr. Und wir schauen uns natürlich auch wieder Trading-Strategien an. Und was heute auf der Agenda steht, möchte ich Ihnen jetzt auch gleich zeigen. Wir haben zum einen einen Rückblick, den wird der Ingmar wieder übernehmen, gleich im Anschluss an meine einleitenden Worte. Dann gibt es heute zwei Basiswerte, die wir für Sie analysieren werden. Zum einen das Währungspärchen australische Dollar, US-Dollar und den S&P 500, mit dem wir auch heute anfangen werden in der Analyse. Dann, wenn es zeitlich hinpasst, zwei Trading-Strategien hierzu und Fragen versuchen wir eben wieder, wie gewohnt, zwischendurch zu beantworten. Ja, und bevor es allerdings dann wieder spannend wird, kommt der Disclaimer, den ich Ihnen auch ganz kurz nochmal vorlesen möchte oder zumindest die unterstrichenen Punkte, die Sie hier auf der Folie sehen. Ja, das Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider, die Erfahrungen in Hebelprodukten besitzen. Das ist der erste Punkt hier auf der Folie. Der zweite Punkt, ja, die hier besprochenen Produkthinweise zu den Hebelprodukten dienen lediglich zu Demonstrationszwecken und stellen keine Anlageempfehlung dar und ersetzen auch keine Beratung. Und die Risiken, die eben die entsprechenden Produkte mit sich bringen, die Hebelprodukte, sind unter anderem das Totalverlustrisiko, was entstehen kann, und das Ausfallrisiko des Emittenten, das sogenannte Bonitätsrisiko, was man beachten sollte, wenn man derartige Strukturen, Zertifikate länger hält als vielleicht nur über Nacht oder ein paar Tage. Ja, ich glaube, die einleitenden Worte sind jetzt genug, so dass ich jetzt übergebe an Ingmar, der mit dem Rückblick dann starten wird. Ich sehe auch schon, die Folien werden übernommen. Ich glaube, Ingmar, du kannst loslegen und ich wünsche uns allen eine spannende Stunde, die nächsten 45 Minuten, Stunde erfahrungsgemäß. Ja, und melde mich dann später, wenn es wieder zu den Punkten Trainingsstrategien übergeht. Super, vielen Dank, Markus, für die einleitenden Worte. Natürlich auch von mir bzw. von uns. Im Namen also auch vom René und vom Stefan ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut rübergekommen und natürlich bleiben Sie gesund und weiterhin viel Erfolg an den Finanzmärkten, auch in 2019 natürlich. Wie der Markus schon gesagt hat, wollen wir zunächst einmal einen Rückblick tätigen. Wir hatten ja verschiedene Strategien vorgestellt in den letzten Wochen. Beim letzten Webinar, kurz vor Weihnachten, hatten wir eher einen Rückblick gemacht über das gesamte Jahr und einen Ausblick für 2019 gegeben. Am 26.11. hatten wir noch eine Silberstrategie vorgestellt gehabt, genauer gesagt eine Long-Strategie. Ich hatte aber dann beim letzten Webinar im Dezember ja gesagt, dass diese noch nicht ausgeführt wurde. Jetzt kam es aber zu dieser Ausführung. Von daher wollen wir heute nochmal einen Blick darauf werfen. Vorfilter haben laut René angezeigt, dass wir einen Long-Einstieg suchen sollten. Und laut Stefan sollten wir eben warten mit dem Einstieg, bis es eine Preisbestätigung gibt, bis wir eben über einen Widerstandsbereich ansteigen. Also sollten wir erst in den Long einsteigen bei 15,05 US-Dollar mit den Zielen bei 15,60, 16,30, 17,40 und später 18 bis 18,60 und einem anfänglichen Stopp von 13,80 €. Der aktuelle Kurs heute Mittag war 15,70 €. Also wollen wir mal schauen, wie das Ganze funktioniert hat bislang. Man sieht wieder, oder ich hoffe, Sie sehen es, blau eingekreist den Tag des Webinars. Ich fahre das auch mit der Maus ab, weil hier der Kreis etwas kleiner ist. Dort hatten wir die Strategie vorgestellt. Und jetzt sieht man auch ganz genau, warum der Stefan gesagt hatte, wir sollten mit einem Stop-Buy bei 15,05 einsteigen, weil man sieht ja, dass der Silberpreis hier längere Zeit einen Boden gebildet hat, also seitwärts lief in dieser Region zwischen 13,90 und 14,90 in etwa ist der Silberpreis immer wieder hin und her gependelt, bis dann jetzt vor kurzem der Ausbruch nach oben stattgefunden hat. Und dann sieht man eben auch, wie schnell es dann ging. Die Seitwärtsrange wurde nach oben verlassen.
Und der Silberpreis konnte dann doch über einige Tage deutlich ansteigen. Man sieht auch, das erste Kursziel bei 15,60 wurde bereits abgearbeitet. Hier sehen Sie noch die weiteren bei 16,30 und 17,40, die wir eben schon aufgezeigt hatten. Und der anfängliche Stopp bei 13,80 $. Jetzt natürlich die Frage, wie geht man weiter vor? Von daher, Stefan, würde ich kurz auch zu dir schon übergeben mit einem kurzen, ja, Update auf Silber, ob man dort jetzt den Stopp schon anpassen kann oder wie jetzt die beste Vorgehensweise ist, weil das erste Kursziel wurde abgearbeitet. Wir haben also einen Teilverkauf vorgenommen. Kommt es jetzt eventuell zu einem Rebound an dieses Ausbruchslevel bei 15 US-Dollar etwa oder wie denkst du, sollte man dort am besten vorgehen? Ja, hallo auch nochmal von meiner Seite und nachträglich noch ein frohes Neues. Ich beginne wie immer mal mit einem Langfristchart, weil da sieht man einfach, wo der Kurs herkommt und wo eben bestimmte Trends sind. In dem Fall ist für uns wichtig der Abwärtstrendkanal, der seit 2016 besteht. Und da hatten wir ja gesagt, also das Kursziel ist im Prinzip am oberen Ende. Das sieht man hier. Ich versuche es mal einzukreisen. Und da sollten wir jetzt im Zuge der aktuellen Aufwärtsbewegung dann auch hinlaufen. Ich gehe da gleich mal eine Ebene tiefer rein in den Tageschart vom Wochenchart hier. Und da sieht man es eben dann noch etwas besser. Da sind wir in etwa in der Region so zwischen 16 und 16,50, je nachdem, wann eben der Kurs hier diese Trendlinie erreichen wird. Wir hatten hier Anfang des vergangenen Jahres nochmal in der Region bei knapp über 16 US-Dollar noch so eine Unterstützungszone, die könnte sich jetzt denn nun als Widerstand erweisen in Verbindung eben mit dem oberen, mit der oberen Begrenzungslinie des Abwärtstrendkanals und so, dass wir eben davon ausgehen, dass wir da jetzt eine kleine Hürde haben. Da könnte sich dann eine kleine Konsolidierung ergeben und dann muss sich eben zeigen, ob genügend Kraft vorhanden ist, dass der Kurs aus diesem Abwärtstrend nach oben ausbricht. Unterstützung könnte die Bewegung dann noch kommen im Sinne von der Krisenwährung, wenn der Aktienmarkt weiter zur Schwäche neigen würde, was eben jetzt auch zuletzt die Aufwärtsbewegung etwas begünstigt hat. Das bedeutet in dem Fall, wir sind jetzt über die 15 drüber, da bietet sich zumindest mal an, zur Risikoabsicherung den Stoppkurs auf Einstiegsniveau anzuheben. Damit ist das Risiko aus der Position draußen und dann kann man eben schauen, entwickelt sich da jetzt doch noch ein starker Trend da draus. Wenn wir nach oben ausbrechen, dann soll es eben weitergehen bis hin zu den Hochpunkt, was wir hier in 2017 hatten, irgendwo in der Region 1850, 1860. Und dann darüber hinaus eben bis zum Hoch hier aus dem Jahr 2016 in der Region um rund 21 US-Dollar. Das sind so die Ziele eben für die kommenden Wochen dann. Gut, soweit der Kurzüberblick von meiner Seite und dann würde ich auch schon wieder an den Ingmar zurück übergeben. Super, danke Stefan. Kommen wir dann zu dem zweiten Wert. Das ist eine Strategie, die wir jedes Jahr im Dezember vorstellen, und zwar ein saisonaler Platin-Trade, den wir Mitte Dezember, genauer gesagt am 21. Dezember, immer eröffnen mit verschiedenen Teilausstiegen. Warum machen wir das? Man sieht hier bei einem saisonalen Chart auf Platin, dann sieht man eben, dass zwischen Mitte Dezember und Mitte, Ende April mit einem stärkeren Anstieg bei Platin zu rechnen ist. Und ein saisonales Setup, was wir immer vorstellen, sieht genau so aus. Wir steigen am 21.12. in eine Long-Position ein. Am 16.01. verkaufen wir 50% dieser Position, am 17.02. weitere 25% und am 20.04. die letzten 25% und setzen den Stopp im Basiswert bei 10%. Heißt also, wenn man natürlich einen Turbo zum Beispiel nutzt mit einem Hebel von 5, müsste halt der Stopp entsprechend 50% weg sein, nimmt man einen Produkt mit einem Hebel von 2, entsprechend 20%. Dazu sei direkt gesagt, natürlich sollte einer der Tage auf ein Wochenende fallen oder auf einen Feiertag, wobei es da keine Feiertage gibt, meiner Meinung nach, aber weiß man ja nie, es gibt immer wieder genügend Feiertage während des Jahres, dann handelt man einfach am nächsten Tag. Und gerade in den letzten Tagen, letzte Woche am Freitag, ist der Platinpreis ja nach oben ausgebrochen. Auch dort hat man gesehen, dass Platin längere Zeit seitwärts lief. Dann kam jetzt der Ausbruch nach oben am Freitag und momentan liegen wir mit der Position ganz gut vorne. Wir hatten ja auch im letzten Webinar Mitte Dezember aufgezeigt, dass wir für die Edelmetalle insgesamt relativ bullig sind. Von daher passt das natürlich auch ganz gut mit diesem Setup. Dann hatten wir diese Strategie auch am 21.12. über unser Newsletter verschickt, wo Sie sich ja kostenlos anmelden können. Den Link hatten wir immer wieder hier in den Chat eingestellt.
kann ich nachher auch nochmal machen, weil im Nachgang an dieses Webinar verschicken wir die Strategien nochmal mit konkreten WKNs, so dass wir im Nachgang auch genau sehen können, wie es gelaufen ist mit den vorgestellten Setups. Und da sieht man hier eben ein Produkt, was wir ausgewählt haben mit einem Basispreis von 671 und einem Hebel von 6,2. Und der aktuelle Kurs zum Zeitpunkt, als wir das vorgestellt haben, war 791,75 US-Dollar im Basiswert selber. Und man sieht eben jetzt schon durch diesen Ausbruch nach oben, wie sich das Produkt entwickelt hat. Ich habe heute Mittag hier einen Screenshot gemacht von der Seite, beziehungsweise ja, heute Nachmittag um 17:10 Uhr. Wir sind also, haben das Produkt vorgestellt bei 1,11 €. Mittlerweile stehen wir bei 1,31 auf 1,35. Heißt also, die Position bewegt sich genau in die richtige Richtung. Und wir werden dann Mitte Januar entsprechend die Position zu 50% verkaufen. Aber wir werden darüber dann natürlich auch hier im Webinar informieren und werden das auch noch mehr per Newsletter rausschicken. Wie gesagt, den Link zum Newsletter werde ich gleich nochmal hier in den Chat reinstellen. Wenn Sie also Interesse haben, können Sie sich dort anmelden. Ist, wie gesagt, alles kostenlos. Dort wird dann auch nochmal die Aufzeichnung zum Webinar verschickt, sodass Sie dann alles ja, nochmal aufbereitet zugeschickt bekommen. Damit soll es dann auch gewesen sein zum Rückblick. René, ich würde an dich übergeben, dass wir dann anfangen können mit dem S&P 500, bevor wir dann später die Runde drehen mit dem australischen Dollar gegenüber dem US-Dollar. Viel Spaß und wenn Sie Fragen in der Zwischenzeit haben, natürlich gerne in die Fragenbox reinschreiben, dann kann ich die währenddessen beantworten. Ja, danke Ingmar. Auch von mir, hallo in die Runde und frohes neues Jahr. Alles Gute, vor allem Gesundheit in diesem Jahr und natürlich auch viel Erfolg bei den Aktionen an der Börse. Wir beginnen mit dem S&P 500 und schauen uns dort als erstes die Saisonalität an, die typische Saisonalität. Da wird's ganz spannend jetzt in den nächsten Wochen, weil wir eine besondere, weil widersprüchliche Konstellationen haben, wie wir gleich sehen werden. Saisonalität zeigt hier speziell für die Zeit ab Mitte, Ende Februar doch deutlich gen Norden. Das heißt, das ist eine saisonal üblicherweise starke Phase. Unser saisonaler Chart rechnet ja die Extremwerte, die Ausreißer, die positiven wie negativen Ausreißer raus und achtet auf Gleichförmigkeit, also arbeitet mit geringen Standardabweichungen. Und da sehen wir eben hier in dieser Zeit Mitte, Ende Februar bis ja, in den Mai hinein ist es üblicherweise so, dass der Markt stark ist. Über 47 Jahre war das eigentlich einer von zwei Jahreshaupttrends. Der zweite setzt dann im Oktober ein. Und es wird insofern interessant, als saisonale Muster ja immer fundamentale Hintergründe haben. Diese Regelmäßigkeiten ergeben sich eben aus fundamentalen, auf einer fundamentalen Basis. Die greifen aber natürlich nicht immer. Jeder, der schon mal saisonal basiert getradet hat, wird das wissen. Und das Interessante dabei ist, dass da, wo die Regelmäßigkeit am stärksten ist und am größten ist, ist natürlich dann auch, wenn es mal nicht hinhaut, das werden wahrscheinlich auch schon einige erfahren haben, am eigenen Leibe, wenn man auf eine starke Regelmäßigkeit setzt. Und dann gibt es eben die Ausnahme von der Regel, dass es genau dann auch umso stärker in die Gegenrichtung ausschlägt. Und es ist insofern eine widersprüchliche Situation, als die Seasonals, wie wir es gerade gesehen haben, aufwärts zeigen, und zwar bis in den Mai hinein. Und wenn wir uns den kurzfristigen Forecast anschauen, dann sehen wir hier auch, das soll seit Anfang 2019 soll das sich erholen. Hier unten sehen wir den Forecast, hier oben den tatsächlichen Verlauf. Short-Term Forecast hat halt so eine Reichweite von ungefähr 5, 6 Wochen. Das ist der Prognosehorizont und ist natürlich, hat eine geringere Signifikanz auch als der langfristigere Forecast, weil hier natürlich gibt es ständig Ups and Downs und das trifft natürlich auch nicht immer, das muss man klar sagen. Je kürzer die Betrachtungszeitebene, je kürzer der Horizont, desto größer ist halt natürlich auch der Einflussfaktor Zufall. Aber zeigt gen Norden und das sehen wir im Moment auch, die Aktienmärkte sind auf Erholungskurs. Das ist auch nach so einem Kursrutsch, wie wir ihn gesehen haben, alles andere als überraschend. Das war nominal gesehen der heftigste Kursrutsch, den es im S&P überhaupt jemals gegeben hat. Prozentual natürlich nicht, aber von den Punkten her, die der Markt gefallen ist, war es der größte Einmonatsverlust, den wir gesehen haben, zwischenzeitlich bis kurz vor Weihnachten herum. Und im Moment Erholungsmodus und das soll auch noch bis in die nächste Woche andauern, wenn man sich den kurzfristigen Forecast anschaut. Danach kippt das wieder gen Süden, laut dem Kurzfrist-Forecast.
Und wenn man sich den langfristigen Forecast anschaut, der eben über ein halbes Jahr in die Zukunft reicht und da eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für ein Szenario von einer bestimmten Richtung anzeigt, dann sehen wir, dass der hier ab Mitte Januar, speziell ab Anfang Februar, gen Süden tendiert. Weder die Saisonalität trifft immer, noch die Intermarkets treffen immer. Es wird also unbedingt vonnöten sein, dass man sich über den Preis, was ja der Stefan dann auch gleich zeigen wird, über den Preis im Chart eine Bestätigung sucht, dass man entsprechend auch genau weiß, auf welchem Niveau kann ich gegebenenfalls meine Long-Position liquidieren, kann ich Short-Versuche unternehmen. Ich bin selbst jetzt nicht so voreingenommen, dass ich sage, es muss fallen. Das ist ja sowieso Quatsch. Tendenziell bemesse ich, wenn ich jetzt eine Priorität geben muss, bemesse ich den Intermarkets schon eine größere Bedeutung bei als der Saisonalität. Saisonalität ist ein starres Muster. Da fließen natürlich in die Betrachtung von jetzt auch die Daten von vor 30, von vor 40 Jahren ein. Das, was sich aus den Intermarkets ergibt, ist eben aus der jüngeren Vergangenheit. Das stammt aus den letzten 12, aus den letzten 24 Monaten an Einflussfaktoren, Währungen, Zinsen, Rohstoffpreise. Und das ist deshalb natürlich aktueller basiert. Und deshalb, wenn ich da eine Prioritätenrangfolge vergeben muss, dann ist das schon ein bisschen wichtiger. Aber auch das schlägt natürlich fehl. Wir haben hier zum Beispiel im letzten Jahr auch mal eine scharfe Korrektur angezeigt bekommen und der Markt ist in dieser Zeit sogar nur ganz kurz abgesagt, dann moderat gestiegen. Am Ende dieser Prognose stand er plus minus null. Das heißt also, da ist überhaupt nicht das passiert, was dort angezeigt wurde. Es sind Wahrscheinlichkeiten, die bringen uns den Vorteil, dass wir weg vom Münzwurf kommen, hin zu einem statistischen Vorteil, wenn wir das wieder und wieder und wieder anwenden. Und gerade bei solchen Konstellationen, wie wir sie jetzt haben oder bekommen für die Zeit ab Februar, wird es sehr, sehr spannend, weil wenn so ein Muster wie die Saisonalität fehlschlagen sollte, das wird man dann zum Beispiel, wenn wir an Widerständen abprallen, wenn wir Verkaufssignale, technische Verkaufssignale bekommen, wenn der Markt atypisch, saisonal atypisch sich verhält und eher gen Süden neue Mehrtagestiefs markiert, als dass er Mehrtageshochs markiert. Wenn diese Preisbestätigung kommt, dann wird natürlich ein großer Teil der Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt, nämlich diejenigen, die eben auf saisonale Zyklen handeln oder auf saisonale Zyklen hin handeln. Und dann kann das natürlich auch vom Potenzial her sehr, sehr umfangreich sein. Man muss aber auch sagen, stimmungstechnisch hat sich das schon auch sehr eingetrübt jetzt zuletzt durch diesen Kursrutsch. Von daher gäbe es auch natürlich andererseits neben der Saisonalität auch schon auch den Grund oder das Element Sentiment, was sich so eingetrübt hat, dass man es das schon fast wieder als Kontraindikator benutzen kann. Also kurzfristig war und bin ich jetzt auch noch bullisch für eine Fortsetzung dieser Erholung, die wir ja auch am heutigen Tag wiedersehen. Und wir haben aber dann ab Februar wirklich eine Situation, wo es dann unbedingt über eine Preisbestätigung gehen muss bei dem, was man handelt. Forecast zeigt dort gen Süden. Und wir haben uns das auch bei dem Ausblick für 2019 angeschaut. Wenn man sich die Makrodaten anschaut, zum Beispiel auch die Arbeitslosenquote in den USA, wenn die bei 4% angelangt war, dann hat der Aktienmarkt sich in der darauffolgenden Zeit seltenst oder nie nachhaltig nach oben bewegt und hat selten auch dann noch hinzugewonnen. Und wenn, dann war es nicht nachhaltig. Von daher, es gibt schon einige Faktoren, die dort als Warnsignale zu sehen sind. Aber wir haben natürlich auch schon ganz ordentlich korrigiert und wird eine spannende Phase. Intermarkets, die ein bisschen höher zu gewichten sind von der Rangfolge her, zeigen da gen Süden. Aber jetzt kurzfristig ist da noch Luft nach oben. Und ja, ich übergebe an den Stefan, der uns dann, was in der Situation unbedingt wichtig ist, auch die technische Situation erläutert und zeigt, wo es Handelsmöglichkeiten gibt für das ein oder andere Szenario. Jawohl, vielen Dank, René. Und ich starte auch beim S&P zunächst mit der langfristigen Betrachtung. Man sieht es hier unten in der Zeitleiste. Das ist der Chart eben seit 1996. Da sieht man dann auch sehr schön,
Die beiden Übertreibungen, die wir hier hatten, das ist die Dotcom-Blase, die da geplatzt ist nach dem Jahr 2000. Und dann hatten wir im Jahr 2007 eben den vorausgegangenen Anstieg und den Einbruch da nach dem Platzen oder nach der Finanzkrise, nach dem Ausbruch der Finanzkrise. Und jetzt eben seitdem mittlerweile seit 10 Jahren andauernden Aufschwung. Und der hat eben zuletzt etwas an Fahrt verloren, an Dynamik eingebüßt. Wir hatten das schon mal in ähnlicher Form im Jahr 2015, als der Abschnitt hier eher so leicht abwärts gerichtet bis ja seitwärts gerichtet irgendwo war. Hatte sich auch angekündigt damals hier unten. Das ist der MACD, berechnet allerdings auf monatlicher Basis, eben langfristig dann. Und da sieht man sehr schön, der Indikator hatte da gewisse Krisenszenarien oder Krisenpunkte oder Umkehrpunkte dann durchaus sehr gut angedeutet. Wir hatten hier auf der einen Seite ein relativ hohes Niveau mit technischem Verkaufssignal schon Ende von 1999. Da konnte man sich dann schon drauf einstellen, jetzt wird es so langsam kritisch. Wir hatten es hier, bevor die Asien-Russland-Krise ausgebrochen war, in dem Fall eben die Russland-Krise, als der Markt hier im Jahr 98 dann nach unten gerutscht war und dann eben auch im Jahr 2007, als wir hier ein relativ hohes Niveau wieder erreicht hatten, bei rund 1600 Punkten im S&P, da waren wir eben im Jahr 2000 schon dran gescheitert und auch da hatten wir ein ähnlich hohes Niveau wieder erreicht und was eben dann auch wieder ein klares Warnsignal dafür war, es könnte dann doch nach unten gehen. Jetzt hatten wir dann im Jahr 2015 ein etwas höheres Niveau erreichen, da eben auch eben das klassische Verkaufssignal mit dem Überkreuzen der beiden Durchschnittslinien im weit positiven Terrain und eben da auch der Warnhinweis, jetzt sollte die Dynamik weiter nachlassen und es ist eher mit fallenden Kursen zu rechnen. Und was wir jetzt eben haben im vergangenen Jahr, wir hatten hier im Prinzip zunächst durch die gleichbleibenden Hochpunkte beim Indikator in Verbindung mit den steigenden Hochpunkten zunächst eine negative Divergenz. Das ist ein ganz klares Verkaufssignal. Der Indikator ist ebenfalls auf hohem Niveau und hat aus klassischer Sicht sogar jetzt noch diesen Crossover, diese Überkreuzung der beiden Durchschnittslinien vollzogen. Was eben auch darauf hindeutet, dass wir vor einer weiteren Abwärtstendenz stehen. Klassisch charttechnisch haben wir diesen, ich habe es deswegen etwas gestrichelt markiert, diesen langfristigen Aufwärtstrendkanal, der allerdings eher Schwäche ausgeprägt ist. Den hatten wir hier zuletzt leicht unterschritten. Das ist schon ein erstes Signal, wo kritisch wird. Und sollten wir da jetzt wirklich dann unter dieses Tief nochmal drunter rutschen, dann ergibt sich wirklich ein ganz klares Trendwendesignal und dann ist eben davon auszugehen, dass die kommenden Monate auch entsprechend schwächer werden. Gehen wir mit der Information aus dem Monatschart zunächst mal in den Wochenchart rein. Da sieht man eben diesen Aufwärtstrendkanal noch etwas detaillierter, den ich im Monatschart gestrichelt eingezeichnet habe. Hier ist nochmal zu sehen, wir hatten hier Ende des Jahres dann noch ein bisschen konsolidiert an der Trendlinie und sind dann wirklich in den letzten Tagen des abgelaufenen Jahres nach unten weggebrochen. Jetzt sind wir in der Region um rund 2400 und da hatten wir Anfang 2017 mal eine Widerstandslinie markiert. Da sind wir nach oben abgeprallt. Das sieht man gleich im Tageschart noch etwas besser. Und durchlaufen momentan so eine kleine technische Gegenreaktion. Ich gehe mit der Information dann gleich schon in den Tageschart rein, denn ich möchte die weit zurückliegende Vergangenheit da gar nicht mehr so nahe besprechen, sondern mich interessiert ja eher, was aktuell passiert. Und da eben, wie gesagt, diese kurze Erholung von dieser Region, was wir hier Anfang 2017 hatten, das ist so bei knapp 2300 Punkte oben drüber. Wir haben auch knapp darunter noch durch den Jahreswechsel 2016, 2017 hier in der Region um knapp unter 2300 noch eine Unterstützung drin. Momentan sieht es aber eher danach aus, als ob der Kurs hier, wie gesagt, jetzt diese Erholungstendenz durchläuft. Und ich rechne aber eher damit, dass diese gar nicht mehr so weit anhalten wird, sondern dass wir da vielleicht eher dann nochmal so eine kleine Konsolidierung übergehen, die dann wieder nach unten abgeschlossen werden könnte.
Könnte insofern, weil da ist ja noch mehr dazu notwendig. Momentan spielt eben das fundamentale Umfeld da eine sehr negative Rolle. Wir hatten es zuletzt gesehen an der Gewinnwarnung von Apple. Und es gibt noch zahlreiche andere US-Unternehmen, bei denen sich so nach und nach dann auch der negative Einfluss der Abschottungspolitik des amtierenden US-Präsidenten bemerkbar macht. Das wird auch unter anderem die Autoindustrie dann noch etwas mehr treffen. Und da ist eben davon auszugehen, dass das eine oder andere Unternehmen die hohen Erwartungen vielleicht dann doch etwas mehr korrigieren muss, sodass da aus meiner Sicht auch in den kommenden Monaten noch weiteres Abwärtspotenzial aus dem fundamentalen Umfeld entsteht. Auf der anderen Seite, momentan ist die große Hoffnung da, dass sich USA und China einigen im Handelsstreit. Da ist allerdings auch viel Hoffnung eben mit drin, die dann auch rasch wieder enttäuscht werden könnte. Und sollte sich das eben abzeichnen, dann gibt es hier ein ganz klares Verkaufssignal nach unten und dann sollte auch wirklich weiterer Druck auf die Bewegung kommen. Deswegen hier mittelfristig ist eben davon auszugehen, auf Sicht der nächsten Wochen und Monate, dass wir eher in Richtung 2200 laufen. Da hatten wir Ende 2016 hier eine Widerstands- beziehungsweise zuletzt eine Unterstützungsmarke markiert. Und da gehe ich eben davon aus, dass wir da in den nächsten Wochen hinlaufen werden. Jetzt schauen wir uns fürs Timing nochmal ganz kurz die Stundenebene an. Da ist jetzt ein Handelsbalken, ist eine Handelsstunde. Und da sieht man dann eben vom Timing her etwas detaillierter, wo macht es denn Sinn, da einen Einstieg zu wagen, wo sind irgendwelche kurzfristigen Unterstützungen und Widerstandszonen. Und was wir hier eben sehen, das ist, wir haben hier bei, also im Prinzip durch Oktober, das Tief, was wir Ende Oktober hatten, dann im weiteren Verlauf hier im Prinzip Anfang Dezember beziehungsweise Mitte Dezember auch nochmal die Region um rund 2600 Punkte. Die sollte sich jetzt insgesamt hier als Widerstand erweisen, sodass ich einen Einstieg auf der Short-Seite jetzt mit Limit knapp über dem aktuellen Niveau 2570, habe ich mir mal notiert. Da würde sich eben der Aufbau von der Short-Position anbieten und der Ausstieg dann, wie gesagt, ich mache immer einen kleinen Puffer mit oben drauf und dazu habe ich dann auch das letzte markante Zwischenhoch gewählt. Das habe ich hier eben Mitte Dezember mal ins Auge gefasst. Da sind wir bei knapp unter 2700 Punkte. Der Stoppkurs dann entsprechend darüber 2710. Und nach unten hin haben wir natürlich dann die Ziele an den nächsten Zwischentiefpunkten hier 2450, 2400, 2350. Das ist das, was die Stundenebene eben der letzten paar Monate noch hergibt und dann gehen wir aber noch mal eine Ebene nach oben. Da sieht man dann den weiteren Verlauf und wie gesagt hier, also zunächst hier diese Zwischentiefs hier 2350 und dann geht es eben nach und nach weiter und das letzte Ziel, das habe ich vorhin schon erwähnt, da sind wir hier in der Region bei 2200 Punkten und wenn wir da wirklich dann angekommen sind, dann wird man den Trade sicherlich noch mal im Zuge von dem Uptrade besprechen, um dann zu schauen, ist da noch weiteres Potenzial vorhanden, ist noch weiterer Druck da, dass es dann auch darüber hinaus noch nach unten geht oder ist es dann eher sinnvoll, vielleicht mal einen Gewinn oder einen Teilgewinn zu realisieren oder zumindest auch den Stoppkurs nachzuziehen. Gut, soweit. Bevor ich jetzt an Stefan, den Markus, ja. bevor du jetzt nochmal zu deinem Schlussstatement kommst, beziehungsweise das Setup nochmal vorstellst, hier Ja. kamen noch Fragen rein bezüglich des MACD mehrere, ob du nochmal kurz zeigen oder sagen kannst, wie genau Kauf- und Verkaufssignale zustande kommen und was die Durchschnittslinien, wie die berechnet werden, beziehungsweise was die bedeuten. Das ist relativ einfach erklärt und man sieht es hier unten auch. Ich hoffe, dass man es einigermaßen erkennen kann. Das ist eine Standardeinstellung. Das ist ein 12- und ein 26-Tage-Durchschnitt. Ich habe da auch viel probiert mit verschiedenen Einzelwerten, mit Währungspaaren, mit Rohstoffen und habe da so eine Art Optimierungsversuch mal probiert vor Jahren schon und habe dann festgestellt, in der Summe ist die Standardeinstellung eben mit den Parametern immer noch am treffsichersten. Man muss da ein bisschen aufpassen, wenn man dann das sich für einen Wert optimieren lässt. Da gibt es ja zahlreiche Programme mittlerweile dazu, dass man da kein Curve-Fitting macht, keine Überoptimierung, die dann in der Vergangenheit eine Trefferquote von 100% bringt und in der
Zukunft dann eben gar nichts mehr, sondern da muss man dann verschiedene Zyklen verwenden für Tests, wo man dann sagt, okay, ich schaue mir jetzt mal verschiedene Jahre an und oder jetzt so zum Beispiel von 2008 bis 2016 und versucht dann mit der Erkenntnis dann den Indikator für die Folgemonate oder Folgejahre dann zu verwenden, um zu schauen, passt das errechnete Ergebnis dann wirklich. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das testen kann. Und wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin daran hängen geblieben, dass die Standardabweichung, die Standardeinstellung immer noch die besten Ergebnisse für alle Märkte an sich bringt. Soweit zu den Einstellungen, dann zur Interpretation. Ich bin jetzt kein Freund von der ganz klassischen Interpretation, von dem Überschneiden der beiden Durchschnittslinien. Denn wenn man sich das jetzt anguckt, das würde jetzt hier beispielsweise ein schönes Beispiel. Anfang 2016 hatten wir hier ein Überschneiden von oben nach unten. Ist eigentlich ein klassisches Verkaufssignal, ist allerdings im unteren, im negativen Terrain passiert. Also wir haben hier das ist die Nulllinie, die Mittellinie, um die der MACD pendelt. Und für mich sind Kaufsignale nur interessant, wenn sie weit im negativen Terrain sind und Verkaufssignale eben dann auch weit im positiven Terrain, sodass man dann eben einen entsprechenden Filter einbauen kann. Und da entscheidet sich der Indikator eben von Markt zu Markt. In dem Fall, wenn ich hier jetzt, sagen wir mal, bei rund 30 Punkten so ein Filter eingestellt hätte und dann hätte ich hier in 2016 ein Verkaufssignal gehabt, da hat es zumindest eine kleine Abwärtsbewegung gegeben. Dann habe ich hier ein etwas größeres Verkaufssignal. Da sind die Linien weg jetzt so. Und da gab es dann auch eine etwas deutliche Korrektur. Und so gibt es halt entsprechende Filter, wie man das eben ausfiltern lassen kann. Und auf der negativen Seite hatten wir eben hier Ende Oktober ein kleines Kaufsignal, da ist der Markt dann auch kurzfristig nach oben gegangen und wir hatten jetzt hier auch ein kleines Kaufsignal, wo wir eben jetzt auch zu dieser kurzen Zwischenerholung gekommen sind. Die kann durchaus noch etwas anhalten, allerdings, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass aufgrund von dem fundamentalen Umfeld und der saisonalen Schwächephase, die René schon beschrieben hat, eben auch in den nächsten Wochen davon auszugehen ist, dass der Markt weiter nach unten tendieren wird. Von der Interpretation der Signale noch ein ganz kurzer Hinweis darauf. Da gehe ich jetzt nochmal in die Monatsebene rein, denn ich hatte schon eine entsprechende Divergenz erwähnt. Wir haben hier, das ist sehr schön zu sehen, wir haben hier gleichbleibende Hochpunkte im Indikator mit in Verbindung mit steigenden Hochpunkten im Aktienkurs oder im Indexkurs in dem Fall. Und das ist eine negative Divergenz, das heißt, der Indikator vollzieht diese steigenden Hochpunkte im Basiswert nicht mehr nach und ist ein ganz klares Verkaufssignal. Das gleiche hätte ich dann eben, wenn ich eine positive Divergenz habe. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht in der Wochenebene noch eine spontan finden. Immer etwas schwierig, da haben wir ja annähernd eine, das ist hier mit viel Fantasie in gleichbleibende Tiefpunkte in Verbindung mit fallenden Tiefpunkten im Basiswert ist eben ein Anzeichen für eine Trendwende von unten nach oben. Das so viel jetzt erstmal zu den Divergenzen. Die verwende ich eigentlich relativ gerne, weil die immer ein schönes Ergebnis hervorgebracht haben in der Vergangenheit. Auch hier nochmal zu sehen, die steigenden Hochpunkte eben mit Verbindung mit den fallenden Hochpunkten im Indikator. Soweit zur Interpretation des MACDs. Und das war jetzt die Frage, Ingmar, oder kam noch was? Nee, das war's dann. Damit hast du es beantwortet. Jetzt kannst du noch mal das Setup quasi vorstellen. Final. Okay, jetzt genau vor dem ganzen, von der ganzen Erklärung wiederhole ich jetzt doch noch mal das Setup, bevor ich dann an den Markus übergebe. Beim SMT haben wir gesagt, Limit 2570, das ist knapp über dem aktuellen Niveau. Da würden wir eine Short-Position aufbauen. Der Ausstieg, der Stoppkurs dann bei 2710, knapp über dem letzten Zwischenhoch, das im Stundenchart zu sehen ist und dann nach unten hin die Ziele 2450, 2400, 2350, das sind eben auch so die nächsten markanten Zwischentiefs, die ebenfalls auch im Stundenchart zu sehen sind, bis hin nach unten hin zur nächsten markanten Unterstützung und die liegt irgendwo in der Region 2200 bis 2100 Punkte und wie gesagt, bis wir dann dahin gefallen sind, da haben wir mit Sicherheit schon das nächste Webinar und dann können wir im Zuge von dem Update da nochmal auf den Trade eingehen. Gut, das war's von meiner Seite und jetzt übergebe ich an den Markus.
Ja, prima. Dann fange ich mit dem Trading-Setup, dem ersten Trading-Setup des Tages an. Wir haben eben die entsprechenden Marken vom Stefan gehört. S&P 500 Shorts und ich würde es Ihnen halt gerne zeigen. Die meisten, die bei uns immer wieder sich einschalten beim Webinar, die kennen das. Wir zeigen das ganz gerne mit dem Guidance Desktop. Ich möchte allerdings immer so die erste Trading-Strategie nochmal ein bisschen umfangreicher erklären für die Neueinsteiger, die wir mit an Bord haben. Und ich glaube, die Teilnehmerzahlen, die ich hier sehe, zeigen an, dass wir einige neue Teilnehmer mit an Bord heute haben. Dazu nehme ich mir aber ganz kurz nochmal die Moderatorenrechte und springe von Stefan seinen Folien auf meine. Und dann sollten Sie gleich die Oberfläche des Guidance Desktops sehen. Das ist ein Tool, vielleicht nochmal zur Beschreibung, welches letztendlich Endlos-Turbos filtert. Und der Charme dieses Guidance Desktops hier in dem Format ist einfach, dass es relativ einfach von der Bedienung her ist und wir brauchen im Prinzip nur drei Parameter eingeben. Stefan hatte eben die wichtigen genannt, würde ich ihn gleich dann nochmal oder mit Ihnen mit Leben füllen. Und zwar ist es zum einen brauchen wir natürlich Einstiegsparameter hier für den S&P 500. Wir brauchen entsprechende Zieleingabe und auch ein Ausstiegslevel. Und wenn Sie jetzt hier vielleicht oben nochmal in der linken Ecke sehen Sie nochmal entsprechend den Link, wie Sie zum Guidance Desktop kommen. Aber auch wir werden da wahrscheinlich gleich nochmal den Link posten in den Chat, sodass Sie den alle nochmal haben. Wie ist der aufgebaut? Es sind im Prinzip drei Ebenen. Die erste Ebene ist hier oben im ersten Drittel zu finden. Ich umkreise das mal so ein bisschen mit meinem Cursor. Das ist die grafische Abbildung. Da sehen Sie gleich, was damit passiert. In der Mitte haben wir die Eingabemaske. Die sehen Sie hier rum. Das heißt, die drei Parameter werden wir jetzt gleich eingeben. Und hier sehen Sie auch, dass noch die Vorab-Einstellung auf den DAX sich bezieht. Hier wird gleich der S&P 500 auftauchen. Und im unteren Drittel sehen Sie dann entsprechend den Output oder die Ausgabe, die entsprechend gefilterten Produkte, in dem Fall Endlos Turbos, dann auf den S&P 500. Fangen wir an und suchen erstmal den Basiswert oder wählen den Basiswert aus. Das machen wir hier in der Mitte. Basiswert Suche, klicken wir an. Geht ganz einfach. Geben wir ein S ein, kommt schon an zweiter Stelle der S&P 500. Da sehen Sie auch den Live-Kurs. Und da klicke ich jetzt drauf. Und dann aktualisiert sich das Bild. Und jetzt müssen wir nur noch entsprechend die Parameter eingeben. Und das mache ich geschwind und gebe da hier die 2570 ein beim Einstieg. Kursziel hat man verschiedene natürlich gehört. Ich würde jetzt die 2350 einfach mal eingeben, damit Sie es dann auch grafisch ganz gut sehen können. Und Stop-Loss entsprechend die 2710 Punkte im S&P 500. Hier haben Sie auch noch die Möglichkeit, einen Puffer einzustellen. Der ist auf 10% eingestellt hier hinten im letzten Fenster. Der besagt einfach, dass alle Produkte angezeigt werden, die maximal 10% entsprechend entfernt sind von diesem Stop-Loss-Level. Das würde bedeuten, dass es knapp 10% oberhalb von 2710 Ihnen auch Knockout-Produkte anzeigt mit den entsprechenden Barrieren. Ja, Sie sehen jetzt im Prinzip, rutsche ich das hier oben etwas grafisch mal zusammen, damit Sie das auch nochmal sehen. Grafisch ist es so aufbereitet, dass das Einstiegslevel in blau gekennzeichnet ist. Das zieht sich so durch alle drei Ebenen durch. Einmal hier oben das Einstiegslevel bei 2570. Das ist eben auch hier in der Eingabemaske zu sehen. Und das gibt Ihnen dann auch später den Einstieg in das entsprechende Zertifikat. Ja, genau, dann haben wir hier oben, es handelt sich ja wie gesagt um eine Short-Strategie, da liegt hier das Stop-Loss oberhalb des Einstiegslevels in rot gekennzeichnet, sehen Sie dann auch hier in der Mitte bei der Eingabe Stop-Loss und die grüne Kennzeichnung, hier die horizontale Linie, ist das Ziel, Kursziel, wo es entsprechend hingehen sollte und dann bekommen Sie hier unten eine Filterung raus, eine Ausgabe mit entsprechenden, auf der linken Seite, entsprechende WKNs. Sie sehen auch nochmal die Überschrift passende Endlos-Turbos der DZ-Bank Short. Und entsprechend hier oben das Knockout-Level, was am nächsten an dem Stop-Loss-Level, was wir hier oben eingegeben haben, dran ist. Und dann entfernt es sich immer ein Stück weiter. Das heißt, der Abstand zum Knockout wird nach unten hin immer größer. Somit wird auch dann der entsprechende Hebel kleiner. Sie sehen hier von 14 geht es runter über 12, 11, 10 und so weiter. Die nächste Zeile, die Sie hier sehen, ist der Geldkurs, der Briefkurs.
das Einstiegsniveau. Wir sind ja knapp dran. Also das Spot-Level war, glaube ich, bei 2000 oder der Referenzkurs vom S&P 500 knapp bei 2560 Punkten. Und das Einstiegsniveau, was hier gewählt wurde, ist bei 2570 Punkten. Das heißt, würden Sie hier oben das Zertifikat oder den Endlos-Turbo in der ersten Zeile nehmen, dann würde der entsprechend jetzt beim Einstieg kosten 1,375 €. Und das Ganze ist entsprechend eben auch schon währungsadjustiert in Euro umgerechnet. Ja, das Kursziel, was sich daraus ergeben würde, wenn die Reise Richtung 2350 Punkte geht im S&P 500, wären dann grob bei 3,56 €. Und hier hinten sehen Sie entsprechend dann einen Gewinn, einen Verlust, Chance-Risiko-Verhältnis, was sich daraus ergibt. Und wenn Sie jetzt hier sehen Sie einen grünen Kaufbutton, dann könnten Sie relativ schnell, indem Sie hier oben zum Beispiel Ihren Broker auswählen, verschiedene Broker auswählen, wenn Sie den anklicken, können Sie auf Kaufen klicken, kommen direkt zu Ihrem Broker und könnten dieses Produkt kurz und schmerzlos kaufen. Was ich noch sagen möchte, hier oben haben Sie noch die Möglichkeit, in dem mittleren Feld oder mittleren Eingabebereich Ihr Verlustrisiko einzugrenzen. Sie können zum Beispiel hier sagen, ich möchte 20.000 oder hier ist 10.000 Trading-Volumen oder Kapital eingegeben und Sie möchten vielleicht pro Position hier 1% allokieren. Sie können das aber auch natürlich verändern hier auf 20.000 und die Prozentsätze hochnehmen oder noch einen Tick runternehmen. Also Sie haben viele Möglichkeiten und können dann hier oben auch grafisch im Prinzip das obere Feld anpassen und sehen sehr, sehr schön grafisch, was da passiert. Ja, versuchen Sie es selbst mal. Wie gesagt, drei Parameter, die Sie hier eingeben müssen und können und Sie sind sofort beim Produkt und Sie sehen hier oben auch nochmal, der Basiswert hatte sich dann auch verändert und zwar ist er vom DAX auf den S&P 500 umgesprungen. Ja, ich hoffe, Sie haben das einigermaßen verständlich mitgenommen und gerne auch mal ausprobieren unter dem Link, den Sie hier oben nochmal markiert sehen. Ja, dann würde ich abgeben wieder an den René, der dann weitermacht mit dem zweiten Basiswert. Australische Aussie-Dollar gegen US-Dollar und das ist eine Long-Strategie, so viel kann ich schon mal sagen. Das bedeutet eine Aufwertung des australischen Dollars oder eine Abwertung des US-Dollars. René, du bist live. Kannst du übernehmen. Genau, so ist es. Wir hatten in der vergangenen Woche, der ein oder andere hat es vielleicht gar nicht mitbekommen, wenn man jetzt nicht intraday aktiv ist, in einigen Währungen, die gegen den Dollar gehandelt werden, kräftige Absacker, so einen kleinen Flash-Crash, unter anderem auch im australischen Dollar, im Pfund gab es das, im Yen. Da haben also einige Währungen gegen den Dollar einen richtigen Rutsch erfahren, war aber für viele meines Erachtens so der finale Sell-Off, kurzfristig jedenfalls. Und im australischen Dollar auch, da haben wir also dann ein Reversal gesehen und der Markt hat dann am Folgetag das auch direkt bestätigt. Und wenn wir uns das saisonal anschauen, dann schaut der australische Dollar gegenüber dem US-Dollar auch sehr attraktiv aus. Typischerweise korrigiert er zu Anfang des Jahres, das haben wir auch gesehen. Und so in der zweiten Januarhälfte, Anfang Februar, setzt dann typischerweise eine Aufwärtsbewegung ein. Das heißt, der australische Dollar legt gegenüber dem US-Dollar zu. Und das ist eigentlich so der Jahreshaupttrend, der dann in dieser Zeit auch stattfindet. Australischer Dollar, ja auch eine Rohstoffwährung. Von daher sehr interessant, gerade auch, weil es dort natürlich Minen gibt, die dann natürlich eine Korrelation bringen, eine starke Einflussnahme auch des Goldpreises auf den australischen Dollar. Von daher, wann immer man den australischen Dollar handelt, ist es auch wichtig, sich dort die Intermarkets zu Gemüte zu führen. Und wenn man sich die anschaut, hier sehen wir übrigens den Preischart. Das war dieser kurze, aber heftige Absacker. Da ging das über 200 Ticks nach unten. Und dann gab es direkt diese Bestätigung, dass es ein Fehlausbruch war gen Süden. Und so etwas markiert dann gerne mal einen Boden, weil wir hier dieses Tief auch aus dem Jahr 2016 damit bestätigt haben. Auch da war es ein Fehlausbruch. Dieses Tief hier wurde auch per Fehlausbruch bestätigt als Support. Und Intermarkets zeigen hier im Moment noch gen Norden. Danach ist das jetzt nicht allzu spektakulär. Intermarket
Prognosen sind für mich jetzt dann besonders aussagekräftig, wenn wir ja stärkere Trends haben, dynamischere Bewegungen, so ein Zickzackmuster wie hier, sagt im Prinzip eigentlich eher aus, dass sich jetzt die Intermarket-Einflussfaktoren nicht wesentlich verändert haben. Wobei das hier auch eine ungeklettete Variante ist. Wenn man die Glättung davon nimmt, sieht man aber auch keine große Signifikanz. Das heißt, intermarkettechnisch haben wir hier jetzt nicht allzu viel Unterstützung. Das soll jetzt kurzfristig noch ein bisschen raufgehen. Und dann haben wir eine Phase, wo einfach keine Prognose aus den Intermarkets herzuleiten ist. Aber tendenziell ist es aus meiner Sicht so, auch von den COT-Daten, die wir jetzt uns im Moment nicht wirklich aktuell anschauen können, weil es ja in den USA den Shutdown gibt. Und wenn man sich so als Trader denkt oder als Anleger denkt, okay, das ist weit weg, sollen die da ihre Behörden zumachen? Das betrifft uns schon auch, weil der ein oder andere, der die COT-Daten nutzt, wird es mit Sicherheit auch gemerkt haben, dass wir dort auf dem Stand von Weihnachten stehen geblieben sind, weil es gibt eben diesen Shutdown. Die US-Behörden sind dicht und es gibt seitdem auch keinen COT-Report mehr, der veröffentlicht wird. Und naja, Trump hat, wann war es, ich glaube Donnerstag oder Freitag gesagt, wäre auch bereit, das über Monate oder Jahre auszudehnen. Ja, so wird es wahrscheinlich nicht kommen, aber da sieht man auch mal, wenn man von einem Faktor abhängig ist, wenn man jetzt nur auf COT-Daten achten würde, hätte man ein Problem, weil man jetzt über Wochen und vor allem man weiß nicht wie lange, gar keine Daten bekommt. Aber das Gute bei den COT-Daten ist, das ist jetzt nichts, wo ich jetzt jede Woche draufschauen muss und sich gravierend alles ändert, sondern hier ist trotzdem dieser Chart nicht ganz aktuell ist, haben wir eine ganz gute Aussagekraft, weil wir hatten hier Ende letzten Jahres hatten wir ein Extrem, da waren die Spekulanten sehr massiv auf der Short-Seite, gleichzeitig die Commercials ja sehr stark netto long, das heißt, die haben also keine wesentlichen Absicherungen gehabt und in der Vergangenheit, wenn es solche Positionierungen gab in dieser Dimension, das war im Jahr 2015 im Herbst so, da gab es einen Anstieg hier von ungefähr 70 auf 80, also so ungefähr 15%. Das gab es Anfang 2015, da gab es auch so einen Schub von ungefähr 10%, von 75 auf 82, war jetzt auch nicht die Welt, aber 10% oder 7 Cent in so einer Währung, das ist schon einiges. Also da kann man sich ja ausrechnen, je nachdem, welchen Hebel man einsetzt, wenn das innerhalb von 2-3 Monaten abläuft, hat man jetzt auch keine wesentlichen Finanzierungskosten oder andere Kostenfaktoren in dem Produkt drin. Dann gab es Anfang 2014 so eine Situation, das ist von 87 auf 95 rauf, also auch ungefähr 10% Anstieg. Und wir hatten so eine Konstellation auch Mitte 2013, da gab es einen Anstieg von 88 auf 98, also auch so 10-15% kann man immer rechnen aus solchen Situationen heraus. Und wenn man jetzt von diesem Niveau ausgeht, das waren so ungefähr die 72 seinerzeit, dann kann man davon ausgehen, wenn man jetzt sich nur hieran orientieren würde, dass es so in Richtung 77, 78, 80 entwickeln müsste, rein statistisch gesehen. Und Forecasts, wie gesagt, gibt es da keine großen Anhaltspunkte. Aber von diesem Punkt hier haben wir eigentlich eine ganz gute Basis für steigende Notierungen. Wir haben auch einen Preisbereich erreicht hier. Der Stefan wird ja gleich auf die charttechnische Lage genauer eingehen. Aber wir haben hier ein Preisniveau erreicht, was wir in den letzten 15 Jahren nie nachhaltig gerissen haben. 2008, klar, das war die Lehman-Pleite, da ging alles natürlich rasant runter, aber selbst da war das mal so eine Sache von 1-2 Monaten, wo wir mal unter der 70er-Marke waren. Aber ansonsten hat sich der Markt immer in der Region um 70, 67, 65, so in dieser Region gefangen. Also vom Preis her auf Sicht von 15 Jahren sind wir am unteren Ende der Bandbreite. COT-Daten sehr bullisch. Wie gesagt, ist zwar jetzt 3 Wochen alt, oder 2 Wochen alt, aber hat trotzdem eine große Aussagekraft, weil wir in dieser Zeit ja jetzt noch nicht wesentlich gestiegen sind.
Intermarkets geben da jetzt keine große Hilfe. Und wenn man das rein fundamental sieht, der Goldpreis hat sich erholt, generell die Metalle auf Erholungskurs. Und das ist eigentlich immer eine Konstellation, die auch den australischen Dollar mit nach oben zieht. Wenn man sich mal anschaut, viele werden es wahrscheinlich schon noch präsent haben, von 2008 bis 2011 hatten wir ja eine sehr, sehr starke Rallye im Edelmetallbereich, Silber und Gold da hochgeschossen, beispiellos. Und in dieser Zeit sieht man, dass der australische Dollar auch massiv aufgewertet hat. Das ist jetzt nicht so, dass wenn der Goldpreis mal 2% steigt, dass sofort der australische Dollar dann anspringt wie verrückt. Aber wenn wir davon ausgehen, und da wird ja jeder eine eigene Meinung dazu haben, wenn man davon ausgeht, so wie ich es jetzt tue, dass die Metalle auf breiter Front sich erholen werden, Gold, Silber im Speziellen, dann ist der australische Dollar auf jeden Fall auch ein potenzieller Kauf. Und ja, vor diesem Hintergrund übergebe ich an den Stefan und bin gespannt, wie sich die technische Situation in diesem Markt gegenwärtig darstellt. Jawohl, und auch beim australischen Dollar beginne ich zunächst mit einer langfristigen Betrachtung, einfach eben auch daraus, dass man da die langfristigen Trends erkennen kann und da eben sieht, wo kommt der Kurs her, wo geht es dann wahrscheinlich eben aus der Vergangenheit her betrachtet hin. Und was wir hier eben gesehen haben, René hat es schon erwähnt, dieser letzte, das ist jetzt also ein Balken hier, ist ein Handelsmonat und wir hatten hier eine relativ hohe Schwankung hier zuletzt drin. Da gehe ich aber gleich in den unteren Zeitebenen nochmal ein. Deswegen würde ich jetzt diese Kerze an sich mit dem dazugehörigen Tief eben noch nicht ganz überbewerten, sondern für mich ist das eben, wie es René auch schon gesagt hat, eher so eine finale Bewegung gewesen, wo dann eben darauf hindeutet, dass wir uns da etwas weiter erholen können möglicherweise. Gehen wir da aber gleich eine Ebene tiefer rein, auch in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit. Wir hatten hier, da sieht man es nochmal etwas deutlicher, in der Stundenebene wird man es dann gleich noch etwas deutlicher sehen. Das ist hier jetzt die Tagesebene, diese steile Bewegung, das ist eben dieser Flat Crash, was René erwähnt hat. Da sind wir im Tief an das untere Ende dieses Abwärtstrendkanals herangelaufen, sind dann aber gleichzeitig wieder nach oben herausgelaufen aus diesem Trendkanal, sodass, wie gesagt, die Aussagekraft aus dieser Tagesbewegung da eigentlich gleich null ist. Insgesamt sieht es eben danach aus, als ob sich der australische Dollar gegenüber dem US-Dollar in den nächsten Wochen etwas weiter erholen kann. Wir haben hier den Ausbruch bereits im Dezember gesehen oder im November vielmehr. Jetzt ging es danach nochmal ein kleines bisschen nach unten. Ich sehe das eher als Pullback-Reaktion. Die Chance ist eben da, dass wir da nach oben weiter ansteigen können. Gehen wir vom Timing da deswegen nochmal, in die Stundenebene rein. Da sieht man auch diesen Flash-Crash da etwas deutlicher. Also wie gesagt, das ist eine sehr große Schwankung. Die ist eben auch bei anderen Währungspaaren zu sehen. Ist jetzt eben kein spezifisches Signal beim Australdollar gegen den US-Dollar. Was hier sehr schön zu sehen ist, wir hatten hier mit der Bewegung, da ist es eben auf Stundenebene etwas mit eingeflossen sozusagen. Da ein kleines Verkaufssignal jetzt zuletzt. Die Dynamik hat zwar etwas nachgelassen, sieht allerdings danach aus, als ob wir hier weiter nach oben drehen können. Und auch wenn ich, da springe ich jetzt nochmal zurück in die Tagesebene rein. Hier sind wir im negativen Terrain momentan. Es ist wenig aussagekräftig, was der Indikator hier momentan vorgibt. Allerdings sieht es eher leicht positiv aus, deswegen könnte es durchaus hier nach oben, weiter nach oben gehen. Deswegen komme ich auch gleich jetzt zu dem Trading Setup. Also wir haben da eine spekulative Long-Position im Visier mit einem Limit bei rund 71 US-Dollar. Das ist so ganz knapp unter dem aktuellen Niveau hier und ganz knapp über diesen Zwischenhochpunkten, die wir noch Ende Dezember hatten. Deswegen da ist es eben vorstellbar, dass wir ein kleines bisschen nach unten wandern und da vielleicht dann diese
Kaufbedingungen dann noch erfüllen. Den Ausstieg haben wir auf der anderen Seite knapp unter diesem, ja, Flat Crash Niveau. Das Problem ist, das ist halt eben ein aussagekräftiges Tief irgendwo oder ein markantes Tief. Deswegen wähle ich es jetzt für den Trade erstmal als Stoppkurs, würde dann aber, wenn der Kurs weiter nach oben läuft, den Stoppkurs relativ schnell und auch etwas enger nachziehen. Aber jetzt für das Einstiegssetup erstmal den Stoppkurs bei 67,40, eben ganz knapp unter diesem Tief, was wir hier Anfang des Jahres markiert haben. Und dann nach oben hin, da gehe ich jetzt dann doch nochmal in die Tagesebene rein, nach oben hin die Kursziele bei rund 1,74, da haben wir hier das markante Zwischenhoch von Ende Dezember. Dann im weiteren Verlauf sind wir hier irgendwo in der Region um 1,78. Das war hier in den letzten Jahren immer mal wieder Ausgangspunkt für Konsolidierungen, Unterstützungen, Widerstände. Und dann im weiteren Verlauf sind wir dann aber auch schon relativ rasch dann in der Region der beiden markanten Hochpunkte hier von Ende 2017, Anfang 2018 bei rund 82 beziehungsweise 0,28 US-Dollar. Gut, mit dem Trading Setup, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal sicherheitshalber, Limit 0,71 10, 0,71 US-Dollar, Ausstieg, Stoppkurs bei 0,6740 und die Ziele 0,74, 0,78 und letztendlich nach oben hin die 0,82 US-Dollar. Das wäre das Trading Setup und mit der Information würde ich dann heute letztmalig an den Markus übergeben. Danke, Stefan. Kommen wir doch zum zweiten Trading Setup, Australische Dollar, US-Dollar. Ich habe schon mal eingegeben, den entsprechenden Parameter und würde Ihnen das gerne nochmal zeigen. Ja, zum einen haben wir jetzt hier unten unter Basiswertsuche hier in der Mitte des Guidance Desktops den australischen Dollar versus US-Dollar eingegeben. Die entsprechenden Marken, Einstieg 0,71. Ein Kursziel, was ich hier vorgegeben habe, von 0,78 und ein Stop-Loss von 0,674. Somit hat sich dann hier oben zum einen die Grafik verändert, die Sie dann immer hier auf der vertikalen Achse im Prinzip nochmal verändern können. Sie können das dann immer nochmal etwas kleiner ziehen, größer ziehen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Grafik hier zu adjustieren. Wir hatten auch die Frage vorhin im Chat, ob es möglich ist, die entsprechende Stop-Loss-Schwelle hier zu verschieben. Das ist meines Erachtens nicht möglich. Nur über die entsprechende Eingabe hier unten im Eingabefeld Stop-Loss können wir die entsprechend anpassen. Ich zeige Ihnen das mal, wenn ich hier zum Beispiel 0,5 hier eingeben würde, statt die 0,674, würde diese entsprechende Schwelle hier verschwinden und wir müssten hier oben das wieder etwas zusammenziehen, sodass hier unten dann gleich entsprechend die Stop-Loss-Schwelle hier scheinen würde. Das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, über die Eingabe die entsprechenden Schwellen zu verändern. Aber gehen wir doch wieder zurück zu den 0,674. Dann wird wieder alles angepasst und dann können wir das auch wieder ein bisschen größer ziehen. Das erfolgt hier übers Drehen mit der Maus über die entsprechende, ja, vertikale Achse. Den Rest können Sie wie auch bei dem ersten Trade auf den S&P 500 hier unten sehen. Wir haben diesmal eine Long-Strategie, sehen Sie hier über den entsprechenden Produkten. Sie bekommen dann herausgefiltert Endlos-Turbos Long auf das Währungspärchen, was wir eben jetzt hier analysieren. Und alle anderen Schritte sind identisch. Ja, Sie können das gerne selbst einfach mal ausprobieren. Das geht relativ schnell und zügig und ist auch überhaupt nicht kompliziert. Ja, das soll es gewesen sein mit unseren beiden Strategien und dem Jahresauftakt-Webinar. Ich möchte Ihnen aber dann auch nochmal zeigen, was Sie nächste Woche bei uns erwartet, wer bei uns nächste Woche zu Gast ist. Und diejenigen, die letztes Jahr schon bei uns auch im letzten Quartal zugehört haben, werden unsere neuen Referenten hier, und zwar von Feingold Research, kennen am nächsten Montag, 19 Uhr, am 14.01. sind Daniel Saurens und Benjamin Feingold bei uns zu Gast mit dem Thema Märkte am Montag. Es werden verschiedene
Team analysiert unter anderem die internationalen Finanzmärkte beleuchtet. Es wird auch weiterhin spannende Themen und Basiswerte ausgewählt werden, die relativ aktuell dann auch sind. Schauen Sie sich in der Regel ein, zwei Tage vorher an, sodass es sehr aktuell ist. Und würde uns freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit von der Partie sind, dabei sind. Ich freue mich und bedanke mich natürlich ganz herzlich bei unseren drei Referenten, dem Ingmar, dem René und dem Stefan. Freue mich schon wieder auf unsere nächste Session und ich hoffe, es hat Ihnen auch viel Spaß gemacht in der Auftaktsession in diesem Jahr. Wünsche Ihnen allen nochmal ein gutes 2019. Hoffe, dass Sie sehr oft bei uns in den Webinaren mit dabei sein werden. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen und wünsche Ihnen einen schönen Restabend und weiterhin natürlich einen guten Start ins neue Jahr und Erfolg beim Traden. Für diejenigen, die nächste Woche gerne dabei sein möchten, da freue ich mich schon drauf und ja, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, ist ja Wahnsinn. Genau zum Start des Webinars in diesem Jahr, in der Webinarreihe, genau eine Punktlandung hingelegt. Wir haben genau 20 Uhr. Von daher auch von uns natürlich einen schönen Abend noch, weiterhin gute Trades und wir freuen uns aufs nächste Webinar mit Ihnen. Machen Sie es gut. Ciao.